Irene Neumann-Hartberger, ÖVP, ist am Wort. Liebe Frau Kollegin Heinisch-Hossek, Sie fordern in Ihren Antrag, das haben wir jetzt auch schon gehört, dass bereits bestehende Unterstützungen und Förderungen der Kultursektion besser an Künstlerinnen und mit Betreuungspflichten anzupassen sind und dafür eine zusätzliche Evaluierung notwendig ist. So hätte ich es gelesen. Und Sie fordern ein eigenes Stipendienprogramm ausschließlich für Künstlerinnen mit Kindern. Sie beziehen sich in Ihren Antrag auf eine Studie aus dem Jahr 2018, worin die soziale Lage der Kunst- und Kulturvermittlerinnen in Österreich aufgezeigt wird. Und diese Studie baut auf eine Vorerhebung aus dem Jahr 2008 auf, in dem eben, wie auch schon erwähnt, eine damals befragte Kunstschaffende wie folgend zitiert wird: Das Recht auf Familie ist für Kunstschaffende nicht lebbar. Wichtig zu erwähnen ist aber auch, dass diese Studie auf den Kunst- und Kulturbericht verweist, welcher jährlich vom Ministerium erstellt wird. Und dieser Bericht aus dem Jahr 2018 zum Beispiel betont, dass es Frauen insgesamt nach wie vor in geringerem Ausmaß gelingt, dauerhaft im Kulturbereich Fuß zu fassen und sich zu etablieren. Und da sehen wir, darin spiegelt sich auch, wie am Arbeitsmarkt insgesamt verschiedene Formen von Benachteiligungen gegenüber Frauen vorhanden sind. Ja? Und unter anderem wirken sich die hier ausgesprochenen oder angesprochenen Betreuungspflichten negativ aus. Und im Mai 2022 wurde eine Studie zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf extra für Filmschaffende präsentiert, mit der Erhebung des Status quo und Ansätzen eben für neue Maßnahmen zur Unterstützung. Und über diese wird bereits laufend diskutiert. Es gibt, auch das wurde schon erwähnt, wirklich zusätzliche Maßnahmen für Künstlerinnen zur besseren Vereinbarkeit, eben diesen Alleinerzieherinnenzuschuss über alle Bereiche der Kunst und Kultur, die Auslandsstipendien, die Langzeitstipendien, all das wurde bereits angesprochen. Weiters weist dieser Kunst- und Kulturbericht aber auch auf, nämlich auf die Wichtigkeit von kulturpolitischen Steuerungsinstrumenten auf nationaler Ebene hin, wie zum Beispiel das Gender Budgeting, Mentoring-Programme und die Nachwuchsförderung. Und in Österreich genießen diese Maßnahmen zur Stärkung der Geschlechtergleichstellung beispielsweise im Filmbereich bereits sehr hohe Priorität. Aber auch in anderen Kunstförderungssparten werden diese Instrumente eingesetzt und so wird auf auch eine geschlechtergerechte Besetzung von Jurys und Beiräten geachtet. Ich denke, das sind in Summe schon viele positive Maßnahmen, wenn man sie aufzählt und auch näher betrachtet. Dennoch bleibt das Hauptthema die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf. Ist ein Riesenthema für die allermeisten Frauen, die in Berufen stehen, vor allem für jene, die auch Randbetreuungszeiten für Kinder benötigen. Auch eine viehhaltende Bäuerin hat damit ein Thema, nämlich dann, wenn sie früh morgens in den Stall oder spät abends ihrer Arbeit nachgeht. Kunst- und kulturpolitisch wurde darauf aber schon reagiert und wir werden das natürlich auch weiterhin tun. Aber eine zusätzliche Evaluierung ist aus unserer Sicht nicht notwendig. Vielen Dank. Verständnis für die Anliegen des SPÖ-Antrags zeigt Irene Neumann-Hartberger. Sie kommt aus Niederösterreich, sitzt für die Volkspartei im Nationalrat und ist im Zivilberuf Landwirtin.